pushing my emotions. All these pictures in my head have got a reason not to tell you. I will let you guess instead. Hallo und grüß euch. Hier bin ich wieder, der Markus Burkhardt. Diesmal haben wir wirklich einen lässigen Beitrag. Also zumindest, wir freuen uns riesig drauf. Es war ein bisschen ein Zufall. Die Kosi hat das auf Insta, glaube ich, gesehen, einen Insta-Post. Der Andreas Jäger, einer der bekanntesten Meteorologen Österreichs. Ich hoffe, ich tue jetzt keinen anderen Unrecht, aber es ist einmal so. Seit ich Kind bin gefühlt, glaube ich, sieht man den Andreas Jäger wieder einmal im Fernsehen. Und der hat ein Buch geschrieben über den Klimawandel in den Alpen. Das ist das Spezielle vielleicht an dem Buch. Und habe mir natürlich gleich bestellen müssen, gelesen, hat mir wirklich gefallen. Und dann haben wir die Idee gehabt, wieso fragen wir den Andreas nicht? Vielleicht hat er Lust und Zeit, dass er uns besucht. Das haben wir gemacht. Und es war wirklich eine Ehre für uns, dass er uns da so spontan eigentlich total unkompliziert zugesagt hat und über sein Buch ein bisschen quatschen möchte mit uns. Und auf das freue ich mich jetzt richtig. Schaut zu, wird sicher eine sehr interessante, spannende Sache. Wir wollen einfach einmal ein bisschen einen Anstoß geben, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben das eh schon gemacht, aber es ist ein wichtiges Thema. Bleibt dabei. Heute habe ich einen wirklich, also mir, ich muss es mal vorweg schicken, mir taugt es extrem, dass er heute zu uns gekommen ist, der Andreas Jäger. Deine Katze ist super. Ja. Weil wir über ein, und das vielleicht ist die Zeit eh ganz gut gewählt, weil jetzt wird es ja ruhiger, die Weihnachtszeit. Es ist ein Thema, was viele Leute, es ist ein bisschen ein schwieriges Thema, gell? Das Klimathema ist ein Riesenthema. Ja. Aber für mich ist es ein totales Herzensthema, was mich eigentlich schon sehr, sehr lang begleitet. Und es war ein bisschen ein Zufall, dass ich über dein Buch jetzt gestolpert bin. Der Andreas hat nämlich gerade ein Buch geschrieben über das Klima, habe mir natürlich sofort bestellt. Und ich habe mich total wiedergefunden drinnen, vielleicht auch, weil wir jetzt alle drei, also du, ich und meine entzückende Kamerafrau, wir sind ja alle Kinder der Alpen. Die glücklicherweise deine Frau ist. Wir sind alle Kinder der Alpen, genau. Die Alpen im Fieber, genau. Und als Kind der Alpen empfindet man das vielleicht noch ein bisschen stärker, weil du bist ja, man glaubt es nicht, er ist tatsächlich 10 Jahre älter wie ich. Wie er es macht, weiß ich nicht, aber er macht es irgendwie. Drogen. Das ist ja möglich, weiß ich nicht. Muss man noch an die Rezepte geben. Jedenfalls ist es so, dass wir in die Alpen das, glaube ich, schon noch wissen, dass unsere Sommer überhaupt kein Vergleich mehr sind mit den Sommern, die unsere Kinder jetzt da haben. Meine Söhne, der Älteste ist Anfang 20, die haben warme Sommer gehabt. Ich weiß das deshalb so genau, weil meine Oma ein Freibad gepachtet hat und ich den ganzen Sommer im Freibad war. Ja, okay. Und das war super, wenn du da mal ein paar schöne Tage gehabt hast. Ja, das war so. Ja, ich sage immer, an der Stelle sage ich immer bei meinen Vorträgen, sage ich immer, deswegen ist der Klimawandel so schwer zu vermitteln. Ich finde jetzt, im Moment, die Sommer angenehmer als in den 70ern. Was habt ihr es alle? Es ist schön warm, ich kann Wein anbauen in die Alpen. Ja. Was ist das Problem? Das Problem ist, ich kann keinen Nagel in die Temperaturkurve schlagen. Das würde ich gerne machen. Also wenn wir das Wetter jetzt, die Temperatur, das Klima jetzt festnageln könnten, dann wäre es okay, mit dem kommen wir gut aus. Aber das Problem ist, es fängt erst an. Und das zu vermitteln ist schwierig. Genau. Und das probieren wir heute. Wir werden ein ganz loses, ein bestens vorbereitetes Interview machen. Ein beinhartes Interview mit Andreas. Wirklich? Ja, natürlich. Da wirst du jetzt in die Mangel genommen, ob das wirklich alles so ist. Weil, weißt du, das ist ja ein bisschen, gibt es ja Skeptiker und so weiter. Ich glaube, es wird voll nett. Bleibt dabei. Ja. Genau. Ja, das bleibt jetzt so. Das kannst du gleich gewinnen. Sie ist live dabei. Sie ist der eigentliche Star. Das ist ein ziemlich aufwendiges Katzenvideo, was du da machst. Ja, wir sind nur Dekoration. Wir sind nur Deko. Ja, das ist das Schicksal. Katzen. Ist einmal so.
Andreas. Ah ja, du hast mir irgendwas gefragt, gell? Ja, was war das? Wieso hast du so viele Birken gepflanzt? Ist das die nordische, der Einfluss aus Schweden oder wieso Birken? Ja, sicher ein bisschen, weil man einfach, die Cosima ist ja eine halberte Schwedin. Meine Schwiegermama ist eine Schwedin. Ja. Und wir sind einfach viel in Schweden Oma. Und Birken haben uns immer schon gefallen. Ja. Und haben uns gedacht, setzen wir uns ein paar Birken, weil wir brauchen eine Beschattung auch. Ja, und ja. Was wir damals aber noch gar nicht so gewusst haben, gell, quasi, wenn wir die Baum gesetzt haben, dass ja die Birken so unglaublich gut zum Nutzen sind. Es ist so ein super Nutzbaum. Du kannst ja die Blätter essen, du kannst Tee draus machen, wir machen ganz viel Tee damit. Du kannst dann Saft draus gewinnen und. Und es ist ein ganz wichtiger Baum auch für viele Schmetterlinge, ein Schmetterlingsbaum. Also die legen Eier drauf. Und die Raupen fressen dann das die Blätter. Habe ich gar nicht gewusst. Ja, also von dem her ist die Birken ganz ein wichtiger, interessanter Baum. Also voll guter Tee, voll guter Tee. Nur die Blätter? Die Blätter. Im Frühjahr, wenn es frisch austreiben, Blätterbrocken rein, übergießen, 5, 6, 7 Minuten so. Ziehen lassen. Sehr guter Tee. Also für mich hat sich die Reise daher schon orientiert. Bevor wir uns in dieses wunderbare Thema stürzen, weil ich weiß natürlich, Hallöchen, dass viele aus Deutschland zuschauen. Echt, wirklich? Ja, sind unserer Sprache mächtig. Manchmal. Und auch Schweizer. Ja. Wenn du vielleicht kurz sagst, was du jobmäßig machst, wieso du der Mann fürs Wetter oder eher fürs Klima eigentlich bist, dass sie ein bisschen eine Ahnung vielleicht kriegen, aha, mit wem wir es da zum Tor haben. Ich bin studierter Meteorologe. Und in der Meteorologie hast du diesen einen Teil, den jeder kennt, ist sozusagen die Synoptik, die Wettervorhersage. Und der andere Teil, ein großer Teil, ist auch Klimatologie. Also ich habe da genauso Ausbildung und habe in den Medien sehr stark eben Wetterberichte gemacht, Radio, Fernsehen, überall. Ich habe Dokus gemacht über Klima, über Wetter und habe auch immer, jetzt seit über 20 Jahren, irgendwann hat man mich mal die Münchner Rück gefragt, ob ich nicht einen Klimavortrag machen will. Und dann sage ich, wieso fragt sie mich das? Weil ihr habt doch mindestens 5 Klimatologen bei euch sitzen, weil es ganz wichtig für die Rückversicherungen, da geht es darum, ist das Wetter überhaupt versicherbar? Das heißt, die halten sich an den Stab von Klimatologen, fragen mich wegen einem Vortrag, wieso macht sie das? Ja, du kannst es besser erklären. Ja, und irgendwie bin ich da reingerutscht vor über 20 Jahren und habe jetzt immer schon Klimavorträge gemacht und jetzt das Ganze noch ein bisschen vertieft, indem ich ein dickes Buch geschrieben habe. Super. Ich muss vielleicht noch ergänzen, wir haben sie ja kurz schon mal kennenlernen dürfen, ist schon etliche Jahre aus bei Servus TV. Ja. Da haben wir diese Morgensendung da gemacht. Cool, viel zu früh am Morgen. Ja. Ja, viel zu früh, aber du warst großartig. Ja, richtig. Stimmt, ja. Müssen wir sie anschauen, echt cool. Ja, war legendär. Schöne Sendung. Ist immer auftaucht mit 1000 Pflanzen dabei. Ja, stimmt. Du hast das lang umgestellt, ja. Ich muss das Lob natürlich zurückgeben. In Österreich, glaube ich, werden die fast alle kennen. Du bist ein sehr bekanntes Gesicht, aber vielleicht für unsere deutschen Zuseher und die Schweizer. Also, ich habe wirklich einen riesen Klima-Experten da, glaube ich, das darf ich wirklich so sagen. Und ich möchte ja schon lange über das einen Vortrag halten, aber halt mich irgendwie immer ein bisschen zurück, weil die Kunst, was wir heute haben, Andreas, es darf nicht deprimierend werden. Weil das ist, was denn, wir sind jetzt in einer sensiblen Zeit. Ja, ja, ja. Und da müssen wir Aufbruchstimmung. Stimmt, ja. Aber jetzt wisst ihr mal ungefähr, also der Andreas kennt sich aus, der weiß, wovon er spricht. Und ich darf dir da gleich mal eine Frage stellen, weil die nämlich super zu dem Thema passt. Ja. Man diskutiert ja mit verschiedensten Freunden, Bekannten und so weiter. Und eine dieser großen Themen ist dann immer, Klimawandel, glaube ich, bestreitet mittlerweile, das bestreitet keiner mehr. Das traut sich keiner mehr. Das war so, wie ich noch in die Schule gegangen bin, hat man noch ein bisschen sagen können, bleib sein. Das ist halt gerade jetzt so. Ja. Aber der Klimawandel ist Fakt. Aber was dann immer so ein bisschen Argument ist, weil es wird ja wärmer, es war immer einmal wärmer. Es hat immer Warmzeiten gegeben. Was kann man da irgendwo, das stimmt ja auch, dass es Warmzeiten gegeben hat. Ja, nur die Warmzeit, die ist jetzt ein bisschen, in einer Warmzeit ist eine andere. Ja, es ist de facto ist so, dass wir jetzt an diesem Weg sind. Es war schon einmal so warm wie jetzt, aber nie wärmer. Also vor 20 Jahren hat man immer gesagt, dass vor 6500 Jahren war es im Holozän, also diese Warmzeit, die wir jetzt haben, seit über 11.000 Jahren nennt man Holozän. Und man hat immer gesagt, die Lehrmeinung war immer, vor 6500 Jahren, vor heute, als die Sahara grün war, da war es am wärmsten auf der Erde, dann ist es kälter geworden. Ja, dann ist es kälter geworden und es ist jetzt ein bisschen kälter als damals war. Und mittlerweile ist diese Hockey-Kurve so aufgegangen, dass wir dieses Niveau schon erreicht haben und ab jetzt heben wir ab. Also, das, was ab jetzt kommt, hat Homo sapiens, auch die Gattung Homo, also wenn wir den Neandertaler und alle dazu rechnen, nie erlebt. Das hat es ja nie gegeben. Es hat immer gegeben, so warm wie jetzt, maximal
oder eben kälter, empfindliche Eiszeiten. Das ist das Problem, dass in unserem Gedächtnis, egal genetisch, was weiß ich, in unserem Gedächtnis gab es nie eine wärmere Zeit und das Warme war immer gut. Also das römische Klimaoptimum war warm, das mittelalterliche Klima. In Wino wäre das. Ja, ja, ja. Und das waren immer die besseren Zeiten, die kleine Eiszeit, die bis 1860 in den Alpen, die Gletschervorstöße, das war eine furchtbare Zeit, da wollte man nicht leben. Wo es die schönen Bilder gibt von den Eisläufern in Dänemark, glaube ich. Gell? Diese. Ja, 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 das war dort schön, aber kennst du die Geschichte von den Schwabenkindern? Ja, die Schwabenkinder in Vorarlberg, Tirol, Graubünden hat man. Andreas ist ein Vorarlberger, nur damit es gesagt ist. Ja, aber da hat man die Kinder, weil es einfach zu wenig zu essen gab. Weil es war kalt, weniger Vegetation. Aber ein Teil war das Klima. Mit dem Klimaeinbruch hat man dann angefangen, die Kinder ins Schwabenland zu schicken. Mhm. Und dort gab es viel Arbeit und Essen für sie. Und da waren wir froh, dass sie den ganzen Sommer zu essen hatten. Und sie überleben. Das hat man über Jahrhunderte gemacht. Mit dem kalten Klima hat man das angefangen, mit der kleinen Eiszeit. Und hat sie dann erst 1939 war der letzte. In Ravensburg, beim Gasthaus Krone, gab es einen Markt. Mehrere tausend Kinder aus Vorarlberg, Tirol, Graubünden, die wurden dort feilgeboten. Ja, die Mädchen im Haushalt helfen, die Buben als Hüttebuben auf der Wiese. Also kalt war immer schlecht, warm war immer super. Und das jetzt in die Köpfe reinbringen, ja, ich weiß, jetzt ist es irgendwie eh okay. Mhm. Aber jetzt geht's ab. Das, was jetzt kommt, wollen wir eigentlich gar nicht erleben. Genau, das sagen wir vielleicht noch abschließend zu dem ersten Punkt dazu. Das hast du vorher schon mal kurz erwähnt mit dem, wenn wir es jetzt festnageln könnten. Das, glaube ich, vergessen ganz viel, auch viele meiner Kollegen sagen, hey, das ist voll super. Man kann endlich einmal Pflanzen bei uns gedeihen lassen, die noch nie funktionieren. Ja. Du kannst einen Wein anbauen und so weiter. Ja. Ja. Zum Teil müssen sie die Bäume allerdings schon wieder ausreißen, weil es ja zu trocken wird. Ja. Nur, ja. Das bleibt ja nicht. Wie du sagst, die Hockekurve, das ist so eine steil nach oben steigende Kurve, das bleibt nicht. Es wird in 10 Jahren wärmer sein, es wird in 20 Jahren noch wärmer sein, es wird in 50, 60, 100 Jahren immer wärmer. Wann bleibt das stehen? Das ist genau die Frage und das ist wichtig. Und da hinten steht zufällig dein jüngster Sohn, das sehen wir jetzt nicht. Aber es geht darum, dass wir schaffen, bis 2050 diesen Anstieg, dass der dort den Höhenpunkt hat und dass es dann so weitergeht. Dann haben wir ungefähr 1,5, 6, 7 Grad weltweit, global Erwärmung. Ja? Und mit dem können wir umgehen. Ja. Da gehen wir heute davon aus, diese paar Zehntel, die dann noch kommen, wir haben jetzt 1,1 Grad. Wenn wir schaffen, bei 1,6 Grad stehen zu bleiben global, das packen wir. Aber wenn es weitergeht auf 3, 4 Grad, dann kriegen wir eine Welt, in der man einfach, da wird er keine Freude haben damit. Das packen wir, das merken wir uns. Ja. Das heißt, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, ist ein Traum. Na? Es hat wirklich perfekt gepasst. Ja, ist so. Ja. Da sind wir genau richtig. Da sind wir nämlich bei der Bastü. Das heißt Sauna auf Schwedisch. Ah, und man spricht das Bastü. Genau. Mit Ü. U sagt man immer. Die Schweden so schlampert. Ja, was soll ich? Die Schweden, die halten sich an nichts. Du musst das wissen. Ah, das ist jetzt ein super Stichwort gewesen. Ich sehe schon wieder, mein Skript ist für den Hugo, wie immer. Ja. Aber das habe ich an deinem Buch auch. Also bei mir hat es natürlich offene Türen eingerannt, genau, weil wir das in die Alpen einfach schon verstärkt mitkriegen. Ja. Aber durch die Kose, meine Frau und die Verwandtschaft, die in Nordschweden daheim ist, am Polarkreis, dort ist das ein Riesenthema. Vielleicht viel mehr als noch in anderen Regionen. Man spürt das wirklich massiv. Hat einen Grund, den man leicht verstehen kann. Ja. Da gibt es so Phasen im Winter plötzlich, wo es ganz warm wird, wo Tauphasen sind, wo jeder oben sagt, der am Polarkreis wohnt, egal ob das jetzt in Schweden, in Norwegen, in Finnland oder rüber auf Amerika bezogen ist, das hat es noch nie gegeben. Und es ist Fakt, was sich da vollzieht. Und das Ding nimmt aber auch an Geschwindigkeit auf, was man merkt. Ja. Und man hört ja dann oft so ein bisschen auch, wenn man dann so, ich nenne es jetzt einmal, diskutiert, Meinungsaustausch macht, naja, das ist vielleicht schon die Sonne, weil die Sonne jetzt einfach, wir Menschen, so viele Menschen sind wir ja gar nicht, dass wir überhaupt so viel CO2 erstens einmal, und dann, wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, dann sieht man ja, CO2, das ist ja, wie kann so wenig so viel verursachen, das kann ja gar nicht sein, also bitte.
Alles Geschichten. Ja, ja. Tatsächlich hat es eine Zeit lang gedauert, bis man, also ja. Es war, als der Schwede übrigens, Svante Arrhenius, was, wie man den genau ausspricht, das war ja der den Treibhauseffekt sozusagen ja. Für die Erde zum ersten Mal berechnet hat. Und auf die 4-5 Grad, auf die da gekommen ist, die gelten ja heute noch, ist ja lustig. Ja. Aber der hat das mal so überschussmäßig berechnet. Und das war ein angesehener Nobelpreisträger. Und die anderen Physiker haben gesagt, bitte komm, das ist viel zu wenig. Was ist CO2. Mit ihm los? Das ist über 100 Jahren gewesen. Ja. Ja. Was hat er denn für ein Problem? Ja. Das ist ja... Svante Slüter Trigger, der Inter. Die sind in den Keller gegangen und haben nachgemessen, da kommen viel zu kleine Werte raus. Und es hat sich dann eben gezeigt, dass es darum geht, dass es Schicht für Schicht aufgebaut ja. ist und das hat man vernachlässigt. Das, aber das ist jetzt zu kompliziert. Aber zum Beispiel kann man im Buch nachlesen, wenn es einen genau interessiert. Das geschildert. Mhm. Aber die Sonne ist relativ einfach. Also die Sonne ist ja unser Klimaträger. Also die Sonne hat uns immer in Eiszeiten gestoßen, weil ein bisschen die Erdbahnparameter. Ja. Du musst zwei Sachen, die sind wichtig. Das eine ist die Erdbahnparameter, die Sonne steht nicht immer gleich. Also es gibt so diese Zyklen, mhm. weil die Neigung mhm. der Erdachsen nicht immer gleich ist. Mhm. Und die Art, wie die Sonne um die Erde schwebt, in diese Ding, das geht so wie eine Ziehharmonika. Also ja. manchmal mehr Kreis, manchmal genau. mehr Ellipse, genau. 100.000 Jahre. Diese Milankovitch-Zyklen, mhm. die verändern sich, das macht die Eiszeiten. Und die Sonne selber hat auch aus sich selber heraus Schwächephasen. Mhm. Das kann man lustigerweise, die Sonne hat, wenn man da richtig reinschaut mit dem richtigen mhm. Ding, dann gibt es die Sonnenflecken. Die Flecken, ja. Und je mehr Sonnenflecken, umso stärker lustigerweise mhm. ist die Intensität der Sonne. Ja. Also die kann so ein Watt oder so, kann die durchaus sozusagen schwanken. Und das kann uns dann schon schlechteres Klima bescheren. Die kleine Eiszeit war vermutlich eine Wirkung aus Maunder Minimum, also aus einer schlechten und anderen Minimas, also aus einer Schwäche der Sonne, ja. Zusammen mit Vulkanausbrüchen in Indonesien. Ja. Und dann hat sich allerdings eben im 19. Jahrhundert die Sonne erholt und die Sonne ist stärker geworden. Und damit sind wir auch im 19. Jahrhundert, sind wir rausgekommen aus der kleinen Eiszeit. Ja. Die Gletscher ab 1860 haben angefangen, sich wieder langsam zurückzuziehen. Ja, kann sich leider keiner mehr erinnern, aber ja. es war damals richtig heftig vergletschert. Ja, das war richtig heftig vergletschert. Und okay, also die Sonne hat am Anfang, hat die Sonne diese Erwärmung getragen. Mhm. Und was, wie lange? Bis 1960, bis in die 60er Jahre. Und dann ist die Sonne auf gleichbleibendem Niveau, wie jetzt hier jetzt 60 wieder schwächer. Jahr her. Genau, aber wann ist die Temperatur richtig nach oben geschnalzt? Ab den 80ern. Ja, wir haben seit das war unsere Schulzeit eigentlich ja. gerade. Ab den 80ern ist, das heißt, die Sonne ist auf gleichbleibendem Niveau langsam schwächer geworden. Trotzdem geht die Temperatur ab. Das alleine reicht schon. Ja. Also es gibt noch viele andere Beweise. Also wir sind uns so sicher, mhm. dass es das CO2 ist. Es ist so klar. Also die Indizien sind laufend erhärtet worden. Man hat da viel geforscht. Und das ist nicht irgendeine Einzelmeinung, sondern ich glaube, unter Klimaforschern oder Meteorologen ist das einfach momentan, gibt es vielleicht welche, die das eine mehr interpretieren und das andere vielleicht. Aber im Prinzip ist das die Meinung, die durchhellige ja. wissenschaftliche Meinung ja. und nicht irgendeine nein, Verschwörungstheorie oder irgend sowas. Nein, das habe ich nicht mehr aus den Fingern gesogen. Genau. Also, das ist nicht deine Meinung. Quasi in einer wissenschaftsjournalistischen Arbeit. Ja. Mit den ganzen Papers, ich habe das auch studiert, aber es hat sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel getan, haben wir das alles gelesen, das war sehr viel Arbeit. Und dann das Substrat raus ist sozusagen in diesem Buch drin. Aber da ist nichts von mir erfunden. Mhm. Sondern ich gebe das nur wieder. Es hat sich extrem viel da. Das sage ich vielleicht noch kurz. Ich weiß jetzt gar nicht, ich lese ganz gern so Bücher aus Schweden einmal. Ja. Da gibt es einen schwedischen Schriftsteller, der schreibt sehr viel über Natur. Ja. Fällt mir jetzt der Name nicht ein. Der wohnt sogar in den Scheren, im Stockholmer Scherengarten. Das Buch ist aus den 90er Jahren, glaube ich. Da geht es um Schwebfliegen. Nur um Schwebfliegen eigentlich. Ja, ja, ja. Ist sehr nett zum Lesen, ist ein ja. Roman, dreiteilig, geht es ja. um Schwebfliegen. Und der hat damals auch noch. Er kann sich nicht helfen. Er glaubt nicht an den Klimawandel. Er kann sich nicht helfen. Ja. Hat sicher seine Meinung komplett revidiert, aber 100%. Bis in die 80er, 90er hat man noch ein ja. bisschen so. Haben viele gezweifelt. Sie auch. Denken können, naja. Als ich das studiert habe, hat es so einige gegeben, ja, aber das war im Mittelalter schon genauso ja. warm. Übrigens, es gibt einen super Grund, wieso der Klimawandel in Österreich über dem Durchschnitt ist und in Schweden und die Deutschen ein bisschen weniger, aber trotzdem auch global überdurchschnittlich. Das ist der Schnee. Der Schnee ist der Grund, wieso der Klimawandel in den polaren Breiten, je weiter man nach Norden geht, viel stärker wirkt. Weil du musst dir vorstellen, die Erde hat quasi, so wie ich heute lustigerweise zufällig, hat, sagen wir mal, eine blaue oder eine grüne Hose an. Deutschland? Nein, das wäre jetzt Äquator südlich, also ja, okay. wo quasi grün ganz, ist, wo mehr ja, grün, ja. grün. Und wenn es Richtung Norden geht, ja. wenn es Richtung Norden geht, ab uns, Alpen, wir haben ja auch Schnee, die anderen ja. haben das nicht, und ja. dann natürlich speziell in Schweden, ist es eher weiß. Das heißt, es reflektiert sich. Reflektiert. Das heißt, was da jetzt passiert ist, wenn durch eine Erwärmung des Klimas
des Schnees sich ein bisschen zurückzieht, wird plötzlich eine dunklere Oberfläche frei, die erwärmt sich wieder, genau, und ich habe eine sogenannte positive Rückkopplung. Befeuert sich das selbst. Signal befeuert sich selber. Und damit ist die Erwärmung, in diesen tropischen Breiten am Äquator nie so stark wie da oben, wo sich der Schnee zurückzieht. Deswegen und warum haben wir zum Beispiel, die Welt hat 1,1 Erwärmung, Deutschland 1,4, wir 1,9 in Österreich. Warum? Weil wir natürlich weil weniger Schnee liegt als früher. Bei uns sind die Berge länger verschneit gewesen und dadurch kühlt es. Genau. Und wenn jetzt allerdings der Schnee sich schon zurückzieht in den Bergen, rasant dann ist plötzlich diese Reflexionsfläche weg. Ja. Und deswegen ist bei uns der Klimawandel ein bisschen stärker als in Deutschland. Mhm. Und in Schweden aber stärker wieder als bei uns, weil sie weiter nördlich sind. Ja. Ich wollte es ganz genau so erklären. Ehrlich? Mhm. Nein, ich glaube dir das sogar. Jetzt machen wir einen Shift. Wieso bin ich da? Jetzt machen wir einen Shift, glaube ich. Weil man kann sich das man kann ja das auch in anderen Büchern eigentlich ganz gut nachvollziehen. Aber was jetzt, glaube ich, schon interessant wäre, weil unsere Zuschauer sind ja sehr viele Gartenbesitzer und es gibt Themen, vielleicht fällt dir was ein, aber ich würde sagen, werden wir eine kleine Gartenrunde wieder dranhängen. Was kann man selber machen? Kann man überhaupt was machen? Ja, sehr viel sogar. Also das mit dem Garten, da bin ich jetzt gespannt, was du mir da anbietest. Is it alright if I stay today? Jetzt war es interessant. Es gibt ja schon, es muss einiges geben, weil das ist ein Thema, muss ich ganz ehrlich auch sagen, ich tue mir immer schwer tue ich mir nicht, aber es ist ein Thema, was einen natürlich als nachdenkenden Menschen und vielleicht, wir leben vielleicht auch viel mehr in der Natur als viele andere Menschen. Es gibt Berufe, die haben wenig Berührungspunkte mit der Natur, wo du einen Bürojob hast, wo du vielleicht nur eine Wohnung hast. Ja. Aber sobald du, denke ich mal, einen Garten hast oder Bauer bist, Gemüse anbaust, dann kriegst du den Wandel im Klima ja mit und den kriegst du sehr, sehr intensiv mit. Ich kann mich als Kind schon erinnern, dass mir mein Vater, und das muss ja 40 Jahre sicher aus sein, hat mir mein Papa damals schon gesagt, es wird immer trockener. Es ist in Slowenien. Ja. Das Wasser wird, die ganzen Bacheln, als Kind habe ich da drinnen die Fische gefangen, die Becher gibt es nicht mehr. Wirklich? Und das ist jetzt 30, 40 Jahre aus und die Becher gibt es wirklich alle nicht mehr. Die sind weg und es ist noch viel, viel trockener geworden. Wir haben damals runterfahren müssen in den Wald und haben das Wasser geholt fürs Klo, weil ich gesagt habe, wir müssen das Wasser sparen, ich habe zu wenig Wasser im Brunnen. Wirklich? Der Brunnen ist mittlerweile leer, seit ungefähr 15 Jahren, würde ich sagen, und haben halt eine Leitung jetzt hinbekommen. Ja. Und so ist es aber überall. Ja. Da herum geht es uns auch nicht viel besser, also das Wasser wird weniger. Aber jetzt müssen wir uns aus dem Tal der Depression sozusagen selbst rausackern und arbeiten. Und wir haben ja Werkzeuge in der Hand. Ja. Aber wo würdest du für dich irgendwo so die besten Hebel sehen, wo man ansetzen kann? Auch vielleicht als Einzelner unter Umständen. Jetzt um sozusagen das Thema Wasser oder über der CO2? Sagen oder? Wir jetzt einmal den Klimawandel, eher vielleicht CO2. Wasser hängt ja dann hängt da dran. Irgendwo damit dran. Ja. Ist ja vielleicht schwierig als Einzelner zu beeinflussen. Aber aufs Klima haben wir wahrscheinlich am stärksten über die CO2. Ja. Bilanz an Einfluss, wo kann ich da als Einzelner, kann ich überhaupt was tun? Also was CO2, kann sehr viel sogar tun, also als Einzelner. Es ist ganz wichtig ist, also das Ding, soll die Industrie doch, soll die Wirtschaft, sollen die Privaten. Soll doch einmal die anderen dann, was machen. Ja, China soll endlich Und solange ich, was du und die Chinesen nicht, was ist das wert? Ne, die Chinesen und die Amerikaner, wir hätten es so schön. Ja, und wenn das nutzt ja nichts, dann kann ich gleich Auto fahren, ist ja wurscht. Ne? Nein, also so kommt man nicht weiter, es muss jeder bei sich anfangen. Genau. Und das Lässige ist aber, wenn man CO2 sparsamer lebt, dass man auch besser lebt. Also man tut sich was Gutes. Das möchte ich gleich voranstellen. Super. Also ich sage jetzt ein Beispiel. Der überbordende Fleischkonsum, den wir uns seit etwa 30 Jahren angewöhnt haben, ist ein extremer, also das schädigt die Natur, die Artenvielfalt, aber auch ein extremer Klimaschädling. Das schädigt den Menschen übrigens auch. Ja. Da schädigt den Menschen ist, ich sage jetzt nur, außer man ist Inuit. 77% der weltweiten Fläche, bewirtschafteten Fläche, Getreide, Ackerflächen und so, 77% sind Futtermittel. Und wir könnten uns für diesen 77% 70% sparen, wenn wir kein Fleisch essen würden. Das verlange ich gar nicht. Ja. Aber weniger Fleisch essen, vielleicht wie die Ernährungswissenschaftler sagen, dass es gesund ist, zwei, dreimal im Jahr.
2-3 Mal in der Woche, Entschuldigung, bitte, kein Herzinfarkt. Zwei, dreimal in der Woche Fleisch, das wäre gesünder und es wäre ein Rieseneffekt. Ja. Es wäre ein Rieseneffekt. Ja, gigantischer Effekt. Wir essen teilweise, ohne dass wir es merken, dreimal am Tag Fleisch. Ja. Ich zum Beispiel früher, wenn ich auf Dreh war, in der Früh beim Buffet eine Wurststradl drin. Das ist ja schnell einmal. Ne? Ja. Dann zum Mittag war es stressig, keine Zeit, eine Leberkässemmel. Und am Abend, weil man so hart gearbeitet hat, ein Schnitzel. Dreimal am Tag Fleisch. Ja. Und das ist ja nicht gesund. Ja. Und das heißt, ich tue mir was Gutes, tue das Klima was Gutes, weil dann eben die Rinder, die das Methan ausstoßen über ihre Mägen und. Also der größte Effekt, den man hat, ist zum Beispiel wirklich den Fleischkonsum auf ein gesundes Maß zurückbringen. Da müssen wir auch nicht mehr Tierfutter, weil wir müssen ja, wir haben ja so viele Kühe, die wir essen, dass wir die Futtermittel einführen müssen. Unsere Flächen reichen nicht aus. Und in Österreich, du wirst lachen, ich habe mit einem Wissenschaftler gesprochen, ganz klar, in Österreich, wenn wir 2-3 Mal in der Woche Fleisch essen, können wir mit unseren Wiesen, mit unseren Äckern, unserem Fleischkonsum, unsere Tiere füttern. Wir müssen kein einziges Sojakorn aus Südamerika einführen, wo dafür dann der Amazonas-Dschungel gerodet wird. In Deutschland ist es das Gleiche. Ja, da hat man eigentlich ganz viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, total. Und ich muss dann auch keinen Urwald roden, die Artenvielfalt. Natürlich. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, aber ich sage, es ist so, das hat einen irre Punch. Ja. Der zweite, was bei uns zum Beispiel in Österreich, in Deutschland wahrscheinlich ganz sehr ähnlich ist, also ist Verkehr. Wir müssen einfach weg von diesem überbordenden Individualverkehr. Also zu sagen, wir tun jetzt jedes Auto durch Elektroauto ersetzen, bringt es gar nicht. Ja. Das ist schon ein Effekt, aber nein, wir haben zu viel Verkehr. Also damit schaffen wir es nicht. Wir müssen schauen, dass wir den Verkehr anders organisieren. Ich tue sehr viel Zeitung lesen, aber am Einpacken. Ja. Und man merkt dieses Thema, es kommt jetzt langsam in Bewegung. Ja, und nämlich gerade das Thema Verkehr. Also ich habe das schon erlebt. In meiner Jugend, die wird jetzt nicht anders gegangen sein, Zug fahren, war noch verhältnismäßig eigentlich flächendeckend in Österreich. Bist hingegangen, da saß ein echter Mensch drin, hast da Fahrkarten gekriegt. Muss eh kein echter Mensch drinnen sitzen, heute macht es ein Roboter. Ja. Nicht, dass so ein Schaffner drinnen sitzt, aber egal. Jedenfalls ist in meinem Empfinden, und das ist Fakt, dass einfach dieses Schienensystem, das öffentliche Verkehrssystem, ist in den letzten Jahrzehnten massiv zurückgefahren worden. Ja. Und wenn man da, glaube ich, das wäre schon ein Punkt, wo auch jeder auch, weil es ist eine Art Freiheit, finde ich. Wenn du die Möglichkeit hast, ich kann mich in den Zug setzen, was du, glaube ich, auch ganz gern machst und ein bisschen arbeiten im Zug. Ich bin im Zug da, ja. Genau, super. Ja. Kann rausschauen aus dem Fenster. Ist natürlich am Land, man nimmt eh kein Auto weg, aber wenn man die Möglichkeit von vornherein gar nicht hat, mit einem Zug zu fahren, wirst du nicht fahren. Und das wäre natürlich, und das bringt uns auf Schiene. Man merkt, dass sich da ein bisschen was bewegt. Ja. Also jetzt mit dem Klimaticket und so, was da passiert. Da passiert jetzt was. Und man muss sich eh selber, wir sind ja nicht die Heiligen per se, sondern man muss, Michael Jackson hat es immer schon gewusst, I'm starting with the man in the mirror. Ja. Und man sieht sich, man ist einfach ein Luxusgeschöpf. Wir Menschen in unserer Welt, wir sind Luxusgeschöpf, ich genauso. Ja. Und diese Kurztrips, Barcelona muss da mal, Mallorca. In London mag ich gerne ein Frühstück mit Eis, ein super Ei und solche Dinge. Und dann am Abend wieder heimfliegen. Aber man ist nicht glücklich. Weil das Hotel zu teuer ist. Muss man es haben? Nein. Muss man das haben? Ja, eh nicht. Und es ist einfach total krank. Also wir haben ja zum Beispiel das Problem, wenn wir jetzt Skitourismus, nicht? Wenn jemand aus Hamburg nach Innsbruck, also ganz in der Früh, sehr, sehr zeitig. Hamburger schauen sicher einige zu. Ja? Hamburger. Da gibt es tolle Angebote. Du fliegst nach Innsbruck, da ist die Tageskarte dabei, da ist ein Skipass dabei, dann gehst du Skifahren am Abend wieder nach Hause. Das sind Entwicklungen, die nicht gesund sind. Das ist nicht gut. Das ist krank. Also, und das muss, also das CO2 braucht einen Preis. Und mit dem ist alles gerettet. Also wir müssen nur das CO2 bepreisen. Das muss nur einen Wert haben. Es muss quasi belohnt werden, CO2-frei oder arm zu arbeiten und ein bisschen bestraft werden, wenn du viel CO2 verursachst. Da kann ich allein ein bisschen, also ich als Einzelner kann schon was machen, weil ich kann mir überlegen, okay, vielleicht komme ich auch mit dem Zug dorthin. Ist ja einmal nicht. Ich probiere es einmal. Ja. Zugfahren ist ein bisschen out gewesen lang. Das hat man nicht gemacht, weil Auto ist ja die ultimative Freiheit. Ja. Aber irgendwie, wir haben das immer genossen, gell? Wenn wir im Zug gesessen sind, hast du Jausen mitgenommen, einen Kaffee, dann sitzt drinnen, schaust aus in die schöne Landschaft. Das hat einfach was Beschauliches. Ja. Und man kommt aus dem, wir fahren eh immer noch viel zu viel mit dem Auto, aber ich glaube, da kann man selber ein bisschen ansetzen. Und wenn die Politik dann auch mitzieht und uns einfach ein gutes Verkehrssystem gibt,
dann glaube ich, können wir da sicher viel machen. Glaube ich auch. Und dass man selber ein bisschen schaut, ne? Das ist es, die Entwicklung, man fährt nicht nur mehr als früher, sondern auch dieser Rebound-Effekt, dass die Autos immer größer geworden sind. Also auch da müssen wir mal einbremsen. Auch das muss besteuert werden. Vielleicht sollten wir endlich einmal eine Verkehrssteuer nach Autogewicht machen, was das bringen wird. Aber das ist unglaublich, wie groß die Autos sind. Die brauchen dann ja auch viel mehr Platz. Und das sind Sachen, die wenn man das kleinere Auto hat und alle haben das kleinere, etwas kleineres. Schaut einmal an Golf von den 70ern zu jetzt, das Auto ist doppelt so groß. Ich wollte gerade sagen, wir sind immer Kinder unserer Zeit. Ja. In die 70er Jahre, wenn du dann Golf gehabt hast, da warst du der Hero. Ja, ja. Heute, wenn du das Auto anschaust, denkst du, Spuckerl, was Kraxen. Soll das? Gell? Und damals waren die Leute aber nicht weniger oder nicht glücklicher wie heute. Das ist so ein bisschen, weiß nicht, wie man das am besten ausdrücken sollte, aber das, was du gerade im Moment hast, ist für dich so ungefähr, ja, ist okay, aber man will noch viel mehr erreichen. Man ist aber deswegen auch nicht glücklicher. Wir waren vor 30er, 40er, 50er Jahren, waren die Menschen auch eigentlich schon sehr gut versorgt. Ja. Deshalb sicher das jetzt gar nicht so, die Diskussion, was da immer rennt, wir müssen auf so viel verzichten und hin und her. Ja. Ich glaube, wir gewinnen eher was. Wir gewinnen alle was. Und ich glaube, es gibt so einen gesellschaftlichen Kipppunkt. Ich glaube, dass die Leute langsam merken, dass es nicht dieses, was uns immer begleitet, dieses mehr, materiell mehr, was ja nicht so schlecht war. Also es ist ja besser, also wir leben jetzt besser als im 19. Jahrhundert. Ja. Keine Frage. Im 19. Jahrhundert nicht adelig warst, war es eigentlich ein deppertes Leben oder reicher Kaufmann. Ja. Aber jetzt, es geht uns gut, aber mehr, also noch 7 Jacken im Kleiderschrank bringt gar nichts. Ja. Und ich glaube, da kommen die Leute langsam drauf. Man kann ruhig ein bisschen wieder zurückgehen und dann werden wir glücklicher. Ist auch leichter. Das war ein schöner Schlusssatz. Genau. Dann werden wir glücklicher. Dann müssen wir wieder leben. Jetzt haben wir sehr viele super Infos gekriegt, aber eigentlich Quintessenz, es ist gar nicht so schwer. Einfach überlegen ein bisschen sein eigenes Verkehrsverhalten, weniger das. Überlegt euer Verkehrsverhalten. Ja, ja. Könnte man fehlen. Muss nicht immer weniger sein, das kann durchaus auch. Ja, richtig. Also ihr wisst, was ich meine. Der richtige Verkehr, dann passt schon. Genau, da kann man wirklich viel machen und das ja, auch. Ja, das stimmt auch. Ja, ist ja so. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Keine Ahnung. Weniger Fleisch essen, seid gesünder, es geht euch besser und viele Tiere auf dem Planeten werden aufatmen, weil sie gar nicht geboren werden. Klingt jetzt komisch, aber die Massentierhaltung ist sicher eine der Geißeln unserer Zeit, wo wir weg müssen. Und dieses Thema, na, stellen du es da nicht, weil es steht nein, im Buch super nichts. Drinnen, nein, aber wir haben es noch nicht erwähnt. Pflanzen setzen, Bäume setzen zum Beispiel, ist ein Riesenthema, weil Bäume und Pflanzen machen Klima. Es ist so und jetzt gibt es einen Kaffee für uns. Ja, der macht auch ein gutes Klima, aber freue mich. Dann gehen wir, oder? Es ist, du hast so ein Traumgarten, dieser Blick auf den Ötscher. Ja. Wenn das ein Hotel wäre, würde es heißen zum Ötscherblick. Ja, genau. Ja, das bewundern eh viele, die herkommen. Das glaube ich da. Ah ja, genau, wir sind jetzt beim Café. Hier ist das Buch, hat mir auch gefallen. Gell? Ist man merkt es. Ja, ich bin zum Streber geworden. Ich bin gerade ein bisschen über mich selbst erschüttert. Was ist los mit mir? Nein, ich bin so glücklich, wenn jeder so mit dem Buch arbeitet. Und es wirklich und bleibt doch was übrig. Kann man das verstehen? Ich brauche jetzt mal ein Feedback von einem User. Schau, ich habe jetzt zufällig, muss ich wirklich sagen, Seiten aufgeschlagen, die mir eigentlich, ja, wo ich mich drinnen wiederfinde. Das lese ich vielleicht kurz vor, weil es ganz lässig ist und weil es plakativ ist. War der Hitzesommer 1983 mit über 40 Grad an der Station Germersdorf in Bayern noch ein einsamer Ausreißer in Mitteleuropa, während es viel Bier braucht haben, die Bayern. So ist es ab dem Jahrhundertsommer 2003, 20 Jahre später, Schlag auf Schlag gegangen. Es folgte eine ganze Reihe von heißen Sommern. Die Top 5 Hitzesommer in über 150 Jahren Temperaturmessung durchwegs aus diesem Jahrtausend, also die letzten 20 Jahre stammen, 4 davon sogar erst ab 2015. Ja. Und dann hast du noch ganz einen netten Satz geschrieben, wie ich es vorhin gesagt habe, ich war ja ein Freibadkind, weil meine Oma das Freibad gehabt hat. Gut beobachtet, ja. Genau, aber die Häufung in den vergangenen Jahren sagt alles. Seit Mitte der 1980er gab es keine so kühlen Sommer mehr, wie es im 20. Jahrhundert üblich waren. Wer jünger als 30 Jahre ist,
unsere Kinder, mhm, auch deine, mhm, weiß nicht, wie kalt ein Sommer im 20. Jahrhundert sein konnte. Also ja, wir haben noch die Härte haben müssen fürs Freibad. Ja, es war. Es war anders. Ja, es war, das ist einfach, das wissen, ist einfach bewiesen. Die Kurve ist so rauf, mhm, und trotz, obwohl die Schwankungen von Sommer zu Sommer sehr groß sind, hat es kein Sommer mehr geschafft, ja, so da ins 20. Jahrhundert reinzureißen, mhm, von der Kälte her. Das ist wirklich... Ja, das sind so ganz, ganz eindeutige Anzeichen. Ja. Und was der Andreas vorher, glaube ich, sehr gut gesagt hat, weil es ist ja das Klimathema, es ist ein bisschen ein sperriges Thema vom Zugang, man muss sich damit auseinandersetzen. Vielleicht, es ist einfacher, in den Garten rauszugehen, einige super Pflanzen zu setzen und Bienen anzulocken, ist genauso wichtig. Okay, mindestens. Mindestens genauso wichtig. Aber es ist vom Zugang natürlich, weil es so abstrakt ist. Klima ist ja so abstrakt, gell? Aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall wert, wenn man sich damit auseinandersetzt. Für mich war das Buch einfach auch wieder so eine nette Hilfe für mich selber, dass ich mich wieder ein bisschen mit dem auseinandersetze. Freut mich sehr. Tut das ja eh. Und man merkt es auch, und du hast vorher super gesagt, es gibt so Kipppunkte, die gibt es ja auch beim Klima, ja, die sich damit beschäftigen, wissen das eh, diese Kipppunkte, wo es vielleicht Point of No Return und so weiter, ja, ja, wo wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit haben. Das ist wirklich gelesen, das ist ein Wahnsinn, das ist super. Und der Andreas hat das super gesagt. Es gibt auch Kipppunkte vielleicht in der menschlichen Wahrnehmung oder in unserem Handeln. Ja. Und man spürt das. Wir sind bei so einem Kipppunkt. Ja. Wir fangen an, mit dem, sich des Problems anzunehmen. Ja. Weißt du, es ist ein Wettrennen der Kipppunkte. Auf der einen Seite die Klimakipppunkte, wenn wir 3-4 Grad wärmer werden, fangen vielleicht die Permafrostböden anzutauen, dann sind wir Passagier. Ja. Aber es gibt technologische Kipppunkte. Einen haben wir ja schon geschafft. Also das Photovoltaik. Photovoltaik ist jetzt wirtschaftlich einsetzbar. Vor 40 Jahren war Photovoltaik 100-mal so teuer wie jetzt. Wahnsinn. Aber jetzt ist es leistbar, ist die billigste Energieform derzeit. Wenn ich ein Kraftwerk baue, Photovoltaik ist das billigste Kraftwerk. Mhm. Das heißt, dieser Kipppunkt hat es möglich gemacht, dieser technologische, dass wir jetzt das als Antwort, als eine der vielen Antworten haben können. Ja. Und eben, wie du richtig gesagt, gesellschaftlich im Kopf. Soziale Kipppunkte. Das muss ja auch, absolut. Alle begreifen, das ist super. Ja, ich glaube, das kann man unterm Strich auch da... Nein, jetzt darf man Kaffee trinken. Aus. Ja. Jetzt wird Kaffee getrunken. Ja. Einmal, wie gesagt, wir sind Kinder der Alpen. Von dem her ist schon meine Pflichtlektüre. Und das Nette ist, du hast das Ganze so in eigentlich ein paar ganz große Kapitel gegliedert. Und dann hast du es ziemlich kurz gehalten. Je Punkt, glaube ich, hast du überhaupt nur 2 Seiten immer. Und das ist ganz nett am Abend, wenn man mir das... Dann setzt man sich noch hin und liest vielleicht 2-3 so Doppelseiten. Und du kannst aber das nächste Mal wieder ganz woanders weiterlesen. Ja. Und trotzdem ist das Buch schlüssig und baut diese Hauptthemen, die wir heute haben, eben, finde ich schon mal super, das Erbe der Eiszeit im Alpenraum. Das sind Dinge, mit dem setzt sich kein Mensch jemals auseinander. Ist aber extrem wichtig. Das Paradies im Alpenraum, ich sage immer Paradies Alpenraum sowieso, Paradies Naturgarten. Ja. Wir haben ein Paradies, wir haben ein Paradies. Ja. Und wir müssen kämpfen für dieses Paradies und die Welt in unseren Händen. Das ist eigentlich so eine zukunftsfroher Ausblick. Es soll wirklich Mut machen. Genau. Ja. Und wir können was machen. Und das, es ist ein super Überblick. Also wer sich für das Thema interessiert, wäre, glaube ich, auch was. Wir haben gerade vorhin besprochen, ihr wart nicht dabei. Ich, der Andreas und die Cosi, wir sind bei der Matura gerasselt beim ersten Mal. Das weil wir es drei auf einem Fleck. Wir wollten es intensivieren. Abitur in also Deutschland. Also du hast gesagt, du wolltest es von deiner Tochter verheimlichen. Ist schon spät. Die schaut das ein. Da sind wir schon zu alt. Papa, die schaut da rein. Ich lerne genauso nicht wie du. Ja, also das war, ist sicher, finde ich, das gehört noch viel mehr rein in die Lehrpläne, weil das sind die Dinge, die für die Menschheit jetzt insgesamt, wenn man schon so geschwollen reden will, aber das sind für die Menschheit die Zukunftsthemen, dass wir unseren Planeten fitter halten und den übergeben können, sozusagen an die nächsten Generationen, dass die auch noch eine Freude und ein schönes Paradies haben. Ja, so wie da. Danke. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Danke, cool, dass du gekommen bist. Ja, sehr gern. Super. War echt cool. Eigentlich passt das Thema wirklich jetzt auch super, weil, und da hat mir der Satz echt sehr gut gefallen, die Welt in unseren Händen, das hat nämlich 2 Seiten. Es hat einmal eine sehr schöne, poetische Seite, aber gleichzeitig ist es eine Riesenverantwortung, die wir haben. Aber ich glaube, wir Menschen waren immer zu Überraschungen gut. Ja. Und ich glaube, trotzdem durch die Menschheit zieht sich das Positive, der Wille zur guten Veränderung.
Und wir haben, viele von uns haben Kinder oder vielleicht schon Enkel. Manche werden über die Weihnachtszeit dran basteln. Ja, ja, auch wichtig. Und das Leben ist, das sage ich jetzt mit wirklich mit vollster Überzeugung, das Leben ist so schön, ja, dass jeder, der auf dem Planeten ist und das, ja, so wie wir sind ja so privilegiert, muss man wirklich sagen, wir sind privilegiert in unserer Welt, dass wir einfach schauen müssen, dass wir die erhalten, dieses Geschenk, das Paradies, das wir haben. Andi, herzlichen Dank, dass du da warst. War wirklich nett. Danke für die Einladung. Dass du uns besucht hast, also kurzfristig. Es war so fein. E-Mail zurück, komme, voll, wirklich lässig. Nein, das war dann haben wir, das Wetter haben wir halt organisiert draußen, ja, gell? Ja, da bin ich dass auch zufrieden. Ich bin standesgemäß an Schnee, braucht der Meteorologe das Mindeste, was ich brauche. Vorarlberger braucht einen Schnee. Das haben wir zusammengebracht. Es war wirklich, glaube ich, einmal ein netter Einstieg in diese Materie. Und lasst euch nicht abschrecken davon, man kann das Ganze wirklich auch, oder wir müssen das einfach positiv denken. Ja. Und es liegt in unseren Händen, das Ganze in die richtige Richtung zu bringen. Also danke fürs Dabeisein. Bis bald mal, würde ich einmal sagen. Macht es gut, habt es gemütlich. Ciao, pfiat euch. Snow is falling and the cold wind is blowing hard. I'm locked inside tonight, but my heart is somewhere else. I'm thinking of you, babe, and all your crazy ways. I miss you more right now. It must be these hard.